So, moin, liebe EOB Army und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video. Ihr wisst ja Bescheid, dass ich bei E-Roller Bayern, Internetseite stelle ich euch unten in die Beschreibung, mir einen schönen Roller gegönnt habe. Und da wir den jetzt nicht mit zu mir nach Hause nehmen müssen, muss ich jetzt hier im Hof das Unboxing machen, weil wir diesen großen Karton nicht in das Auto meiner Mutter bringen. Deswegen würde ich mal sagen, wir legen jetzt mal hier solche. Also, das wäre einmal die Anleitung hinzu. So, dann will wir fangen. Fangen wir mal an. So. Steht hier Nineboard-Roller. So. Ihr seht nichts mehr drin. Hätte ich nicht gedacht, dass der so riesig ist, der Karton. Das ist der Monat dazu, oder? Nee, das ist, dass der jetzt nicht korrodiert. Korrodiert, das ist so Salz oder so. Das ist bei jeder Ware immer drin normalerweise. So, dann zeige ich euch das mal hier. Wie der Kollege hier das da reinpackt. So, einmal drehen. Einmal rein. So. Jetzt sind da vier Schrauben dabei. Komm, dann machen wir das auch gleich. Habe ich da alles drin? Ja, lass mal los. Vier Schrauben, wie gesagt, sind da dabei. Das waren, glaube ich, die hier. Schauen wir das nicht. Das ist kein Metzmobil. Das ist ein Nineboard. Nineboard Max E30. Ist dann das da, vermute ich mal. Das gebe ich jetzt. Habe ich irgendwann nochmal hier hin? So, also, das war das, ne? Ja. Genau. Ah ja, und das war dann bloß da angeschraubt irgendwie. Genau. Da ist dann das Frontlicht, hinten ist das Hinterlicht. Kannst du sagen, habe ich auch schon davon? Hast du ja daheim schon, ja. Genau. So. Dann hängen wir halt da rum. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann hat er ja Heckantrieb, ne? Der hat Heckantrieb, ja. Mhm. Halt mal da rein. Ja. Das ist die Handyhalterung, wo ich gesagt habe, die kommen dann hier oben am Lenker hin. Da kann ich mein Handy dran machen und kann dann quasi mit dem Ding Vlogs machen. Und wenn ich guck, wird ein wenig eng. Ne? Mit dem Handy muss ich vielleicht die Klingel ein wenig verschrauben oder die Bremse ein wenig verstellen. Ja, das magst du halt dann selber. Ne? Aber das kriege ich sie hin, so wie sie gebraucht. Ja, ja, da machen wir keinen Kopf. So. Das ist Gott sei Dank der Vorteil. Ich hatte immer Männer, die ja, handwerklich nicht so ganz begabt waren. Deshalb machen meine Kinder das selber oder ich auch. Ne? Da lernt man das dann mit der Zeit, dass man sie selber zu helfen weiß. Kann ich mal was zeigen, Leute? Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz was. Ihr seht ja, und mach scharf Handy. Oh, mein Handy will nicht scharf und so weiter, so klar. Aber ihr seht hier das Blaue, das ist so eine Farbe, die vom Hersteller drauf gemacht wird, dass man dann quasi sieht, wenn da jemand vorab schon rumgewerkelt hat, oder? Das ist eine Sicherungsfarbe, wenn wir die Schrauben halten. Ich dachte immer, die ist dafür, dass die dann bei Garantiefällen das sehen. Ja. Das merken sie, glaube ich, trotzdem immer. Das merken die an der Software. Also jetzt wisst ihr Bescheid, das ist eine Sicherungsfarbe, dass die Schraube hält. Wir machen das ja alles ganz E-Roller-like, ne? Soll ich jetzt haben, was, oder? Ja, darf ich das mal kurz zeigen, oder was? Ja, Moment. Erst schon mal. Achso, welche die Maske, ja. Weil er E-Roller drauf hat. Ja. Genau. Ja, weil das ist ja dann die Partnerschaft, die bei ihm im YouTube-Kanal auch mit angegeben ist. Ich werde das dann alles angeben, sodass ich das von hier habe und so. Ja. Habe ich mit Tobias immer schon drüber gesprochen. Und wenn dann die Leute über mich Roller kaufen. Dann wirst du Händler bei uns. Ja. Ja, warum denn nicht? Freilich, so Partnerschaften braucht man schon, ne? Wo wird das dann eingesteckt? Das ist das Kabel. Das ist das Ladekabel. Wird unten angesteckt. Das Ladegerät ist in dem Roller verbaut. Das ist das komplette Ladegerät. Das kann man jede übliche Steckdose laden. Und ich habe davor den SoFlo immer gefahren. Ne? Aber der hat erstens nicht die 35 km Laufzeit, die angegeben ist. Und der ist auch ein wenig kleiner, muss ich sagen. So, der ist ja, glaube ich, auch vorgeladen. Ne? Hat er was gesagt gehabt, ja? Ja. Ist dann wahrscheinlich da irgendwo so. Der ist vorgeladen. Wir können nochmal.
Wenn wir den gleich mal testen. Sicherheitsmodus drin, oder? Ja, Ego, der hat einen Ego-Modus. So, jetzt müsste er eigentlich schon losfahren. Müssen wir erst noch einstellen mit dem Handy dann? Ja, da muss ich mir wahrscheinlich dann die Nineboard-App runterladen, ne? Die Bremse, die Rekuperationsbremse. Genau, um Energie zurückzugewinnen. Ja, das ist die Energierückführung, aber die führt ja auch über die Bremse mit zurück. Ah, der zweite sogar. Ja, muss man halt einstellen. Dann die Klingel. Klingel ist gleichzeitig für den Klappmechanismus. Zum Einhängen, ne? Ja. Und ich mach den Ständer raus. So. So. Dann kann man den so ein Easy tragen. Kann man den schön tragen. Wie viel wiegt der? 19 Kilo. Also sogar leichter wie der andere. Ja, und dann wird er einfach wieder so geklappt, hier zu und da gesichert. Das hat der andere nicht, der hat nur so eine Einrostfunktion. Aber ja, da klappert ja auch schon alles wie Sau. Nee, die Roller sind also super. Aber wie gesagt, wir haben verschiedene Fahrmodis. Er muss aber erst mit der App freigeschalten werden. Ja, ist klar. Da muss ich ja dann den Code und alles eingeben. Ich meine, man kann fahren mit jetzt, aber fährt es wahrscheinlich nur langsamer. Den Ökomodus halt. Ja. Das ist garantiert der Ökomodus, der das so langsam macht. Ja, damit kann ich den ja dann auch sperren und so. Das war beim Soflo nämlich genauso, dann kommen wir dann so mit der App, können wir den absperren und so. Dass und dann hat man Eco-Modus, hat verschiedenes, man kann es nicht einschalten, ausschalten. Den Sportmodus hat man noch. Ja. Aber erst die App aufs Handy laden und dann funktioniert das. Ja. Genau. Also dann kann man absperren und alles. Ist richtig nice, finde ich, auf jeden Fall. Ja. Läuft's noch? Ja. So, dann machen wir die Übergabe an die Frau Soraya Sperber. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Roller. Immer gute Fahrt und einen Daumen hoch, würde ich sagen. Genau, auf jeden Fall ein Like. Ich zeige euch jetzt auch noch mal ganz kurz die Maske von der Seite, wenn ich mal ganz kurz kann. Achtung. Da sieht man nicht so viel. Ihr seht hier E-Roller Bayern, hier steht auch die Homepage drauf. Geht auf jeden Fall vorbei, kauft euch auch diesen Roller. Oder andere. Oder auch andere, die haben auch noch Movies und alles mögliche. Je nachdem, was halt in eurem Preisrahmen drin steckt. Und dann seid ihr auf jeden Fall sehr gut bedient. Und ja, Homepage klatsche ich euch, wie schon gesagt, in die Beschreibung. Und schreibt am besten, wenn ihr dann einen bestellt, da gibt es ja, glaube ich, so ein Zusatzfeld, wo man noch kleine Informationen reinschreiben kann, ne? Ja, oder direkt über die Frau Sperber bestellen. Oder wir machen es vielleicht so, dass wir vielleicht irgendwie einen Link machen, so einen Affiente-Link oder so, dass dann ihr quasi über meinen Link drauf geht. Da findet man dann bestimmt eine Möglichkeit die nächsten Tage. Einfach mal nochmal, da telefonieren wir uns einfach nochmal zusammen, würde ich sagen. Ne? Dann macht's gut, danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ist natürlich keine Pflicht. Liken ist auf jeden Fall wichtig und wenn ihr in Zukunft euch E-Scooter kauft, nirgendwo im Internet, außer bei E-Scooter Bayern. Dann macht's gut, danke fürs dabei sein, tschüss.